Wir sind hier auf dem Weg nach Claw City in Pokémon Schild. So, bevor wir da ankommen, werden wir erstmal hier ein paar Bäume schütteln. Denn das ist so mein Hauptberuf, ne? Man kennt mich, den Baumschüttler. Naja, eigentlich mache ich das ja nur, weil die, ich euch gesehen habe, dass sie wieder respawned sind. Weil es ist ja jetzt ein neuer Tag. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie das alles in einer Aufnahmesession gemacht. Und da fällt ganz viel runter. Das ist ganz nice. Okay. Ich habe auch heute vor, ich weiß nicht, ob wir heute auf jeden Fall den Arenaleiter schaffen, aber was ich vorhabe, ist auf jeden Fall die Stadt zu erkunden. Das werden wir heute machen, das ist heute so mein Ziel. So, und jetzt radeln wir wieder nach drüben. Oh Gott, was gibt's denn? Oh, coole Pokémon hier. So, wo ist denn hier der Weg eigentlich da rein? Hier anscheinend nicht. Oh, krasse Pokémon, die es hier gibt. Schnell durch, bevor sie mich sehen. Hut des Giganten. Das sind ja tolle Ortsnamen, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, warum ich nicht schneller fliehe. Schneller fahre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht mir aus dem Weg, sonst überfahre ich euch noch. Okay. Wir sind da. Claw City. Ja. fast sind wir da. Ein Giratas will uns aufhalten. Aber es hat natürlich keine Chance. Wie immer. Und wird dadurch jetzt verlecken. Aua, das tut weh. Aua, das tut weh. Digga. Cool. Echt cool. Wir sind noch etwas underleveled. Leider. Das war auch überhaupt nicht gewollt, dass wir underleveled sind. Der kann Erholung. Lol. Das kam jetzt gerade unerwartet. Aber ja, man sieht, wir sind einfach irgendwie, zumindest für die Naturzone sind wir underleveled. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach verschiedene Orte von der Naturzone. Und der Hauptort, wo wir waren, da geht es bis 15. Hier bis 30. Ich schätze mal, das nächste Mal sind wir dann hier mit Level 45 oder so. Ich weiß ja nicht. So, Evoli kriegt ein Level ab, das ist ganz cool. Das gefällt mir sehr, muss ich zugeben. So, aber jetzt rein nach Claw City, lasst mich alle in Ruhe. So, wo ist denn hier der Eingang? Ah, da, ich sehe schon. Bei diesem coolen Kopf da. Da wird es bestimmt der Eingang sein. Ey, was macht ihr denn hier? Aha, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz eine Arena-Orden überprüfen? Da hätten wir den Pflanzenorden. Wasserorden, Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt drei Arenaleiter besiegt, einschließlich dem von Elgin City. Weiter so. Oh, ich bete es. Du schon wieder. Wartest du auf Hop? Der will nicht kommen. Mit deiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst bei mir, sondern auch den Champ, der ihm eine Empfehlung geschrieben hat. Was? Hop hat verloren? Hop, ich bin enttäuscht. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Damn, übertreib nicht. Sieh da, sie wollen meine Orden sehen, bitte sehr. Danke, Challenger Betus. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Ah ja. Uff, ich mag Betus nicht. Was steht hier eigentlich so rum? Oh, wie ich sehe, hast du ein Fahrrad. Ja, kann man sich an einem großartigen Zeitvertreib namens Rotom Rally erfreuen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Was? Rotom Rally? 140 Sekunden? Wollen wir das machen? Was ist denn das? Ich lasse es lieber. Weil niemand weiß, was das ist, dann sagt's mal in den Kommentaren. Und hier irgendwas geglitzert. Nice, ein Pokéball. Ein ganz normaler leider nur. Hallo, ich habe die feinsten Zutaten im Angebot. Was soll's denn sein? Oh. Oh, cool. Geil, ey. Komm, holen wir von jedem mal, ja, so zwei Stück von jedem. Oh, geil, ey. Juhu. Oh, Kartoffeln gibt es, Leute. Geil. Gekochtes Ei. Wo eher eine Eipackung, oder nicht? Frische Sahne. Und Fertig-Curry. Geil, ey. Juhu. Okay. So, aber jetzt rein nach Claw City.
in der Mitte von ganz Gala, wie ich vermuten mag. Claw City. Mensch, ist das groß. Ja, oh Gott. Das sieht ja echt nice aus. Welches Pokémon ist denn das? Vielleicht ein neues? Vielleicht soll es auch gar kein Pokémon sein? Wir werden es bestimmt noch herausfinden. Liga-Präsident Rose, gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten. Meine Mission, Wunschsterne und Ohren zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Betis. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Rose verlangst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet. Nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Gala. Und Gala braucht nicht nur Wunschsterne. Gala braucht einen starken Trainer. Einen Trainer, der dem Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Erlaub, Liga-Präsident Rose. Einen der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie bezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann auch... Und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Betis, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Na, Maike? Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als die Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier erweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen ins Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Gala-Region erzählen. Bitte folge mir. Ich will noch gar nicht. Muss ich? Ich muss nicht, aber da hinten geht's anscheinend weiter. Cool. Hast du schon das Stadion von Claw City gesehen? Es ist riesengroß. Ja, sieht so aus. Rose wurde damals im Champ Cup Zweiter. Das war für ihn das Sprungbrett nach ganz oben. Mein Papa kommt immer bitteres bekommen. Nee, mein Papa kocht immer bitteres Curry, obwohl er ganz genau weiß, dass ich süß mag. Nicht fair. Oh, meine Runde Mitleid. Claw City, eine historische Stadt umgeben von Mauern, deren Entstehung bis ins Mittelalter zurückschreiben. Yeah. Seine Niederlage ist bitter. Okay. Was ist da passiert? Was ist denn da passiert? Soll ich dir verraten, wie zutraulich deine Pokémon sind? Okay. Bei welchem Pokémon soll ich die Zutraulichkeit überprüfen? Flecklion, denke ich mal. Keine Ahnung. Flecklion, da wollen wir mal sehen. Ihr versteht euch schon ziemlich gut, aber da ist noch Luft nach oben. Oha, was soll das denn heißen? Na, willst du wissen, ob deine Pokémon auch wirklich alles geben? Okay, hier. Dieses Pokémon, es könnte sich noch ein klitzekleines bisschen mehr anstrengen. Okay. Hey. Du und deine Pokémon. Also, ihr habt das Zeug dazu, ganz dicke Freunde zu werden. Gibt einem Pokémon dieses Item mit seinem wundervollen Klang zum Tragen und es wird vielleicht noch zutraulicher. Eine Sanftlocke. Hat man das schon mal? Nee. Es besänftigt den Träger und macht ihn zutraulicher. Okay. Naja. Okay, interessant. Wollt ihr nicht vielleicht Fernsehen gucken oder so? Bin ich langweilig, einfach so im Raum zu sitzen und Sachen anzustarren, oder nicht? Kann man doch zumindest Fernsehen gucken, als statt die Wand anzustarren. Oder was meint ihr, Leute? Und wenn man schon Fernseher hat, für mich kommen nur coole Pokémon in Frage, okay? Trainer, hast du schon mal einmal deine Ligakarte umgestaltet? Je mehr Optionen man beim Design zur Verfügung hat, desto schwerer fällt die Entscheidung. Aber gerade das macht ja so viel Spaß. Hoho, Trainer, hast du mal... Achso, das hat der gesagt. Oder wie? Jetzt scheint sagen die jetzt die gleichen oder so. Okay, mir egal. Oh. Hi. Ich liebe die Zahl 241. Warum? Weil das Royce Trikotnummer ist. Bei Schließfächern und so versuche ich auch immer die Nummer 241 zu ergattern. Okay. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber
Ruggie sah noch nie besser aus in dem Moment, in dem er gegen Denon verloren hat. Diese Frustration, all diese Energie in seinem Gesicht. Okay. Wusstest du, dass die Reihenfolge für die Arena-Challenge von der Stärke der Arena-Leute bestimmt wird? Okay. Warte. Wer kam im GP-Laden? Wie kann ich helfen? Du hast an den Link-Kämpfen teilgenommen, oder? Schenke dieses Uniform, gönn dir doch damit ein paar Rennkämpfe. Rangkampf-Uniform, okay, gucken wir uns gleich mal an. Und, da wir gerade hier sind, ist... Okay, die haben mir gerade gratuliert. So, weil wir gerade hier sind, würde ich sagen, kaufen wir uns mal ein paar Heil-Items, die habe ich nämlich dringend nötig. Und verkaufen unser Hab und Gut, was niemand braucht hier. Damit meine ich die Schatztasche. Da verkaufen wir alles, weil das könnt ihr alles einfach verkaufen, Leute. Das braucht ihr für nichts. Ehrlich, ich wüsste nicht was. Also soweit ich weiß, kann man eigentlich alles verkaufen hier, was ich auch gerade mache. Bringt alles ein wenig Cash rein, warum nicht? Die eine ganz normale Fehler, die rein gar nichts bewirkt. Ihr seht's ja. Das ist alles nur für den Verkauf. Und das werde ich alles verkaufen, weil ich das ja eh nicht brauche. Gut. Heilen können wir noch schnell, warum nicht? Mein Flecklaune ist ja ziemlich angeschlagen wegen vorhin. Guck unser Team an, das ist nicht geil aus. So, und unser Kuchen-Pokémon wird sich auch bald entwickeln. Beziehungsweise das Kuchen-Pokémon, es wird zu einem Kuchen-Pokémon, das werdet ihr doch sehen. So, gucken wir uns mal ein wenig weiter um. Heute ist nur so ein kleiner Stadtbummel wie immer. Heia! Meldet mich Mr. Focus, weil ich stets auf den Sieg fokussiert und unglaublich stark bin. Na, bringst du die nötige Entschlossenheit mit, um mich zum Kampf herauszufordern? Ja. Heia, du bist wohl auch richtig fokussiert. Dann wirst du die Stärke von Mr. Focus jetzt mal am eigenen Leib zu spielen bekommen. Dam, 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 dam. Okay. Sven. Waumboll. Oh Gott, das ist nicht so gut. Und ich habe vergessen, meinen Controller aufzuladen. Warte, das ist Level 2? Das ist doch ein Scherz, oder? Das ist doch wohl ein Scherz, wa? Okay. Und jetzt? Frustration. Was? Hä? Bin ich gerade irgendwie im falschen Film oder was passiert? Egal, ist besiegt. Was ist denn da passiert? Oh, jetzt darf ich wieder zum Pokémon-Sender rennen. Dankeschön. In Sachen Fokus hast du diesen Kampf leider gewonnen. Tja. Ja, das hättest du nicht erwartet. Wie? Tja, es gibt halt ebenso viele unterschiedliche Arenen und Arten zu kämpfen, wie es Trainer gibt. Gut, dass du da so fokussiert bei der Sache bist. Und weil du so fokussiert warst, möchte ich dir diesen Fokus Gurt schenken, den ich gerade benutzt habe, um dich zu ownen. Danke. Cool. Bei vollem KP bleibt der Träger nach einer K.O.-Tacke einmalig mit 1 KP im Kampf. Aber warum hat der mir so viel Leben abgezockt? Haja, man muss sich auf das Zusammenspiel von Pokémon, Items und Attacken fokussieren. Ihr müsst dran denken, okay? Der hat ein Level 2 Pokémon, ich war Level 31 oder so. Und der mir einfach fast one-hitted. Was? Hab ich irgendwas verpasst? So. Neues Update, keine Ahnung. Aber was ist denn da passiert? Das sollte normalerweise aber nicht so passieren, oder? Nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall. Nicht, dass ich wüsste. Wir werden auf jeden Fall unser Outfit gleich ändern. Denn der Klamottenladen ist hier drüben. Kann's hin oder her, am Ende zählt doch eh nur, was einem persönlich gefällt. Echt so? Ich habe mir dabei die Wandmalerei bei der antiken Städte von Passbeck angesehen. Die gilt ja im Allgemeinen als hohe Kunst, aber irgendwie habe ich doch gar nichts damit anfangen können. Ja, Kunst ist meiner Meinung nach Geschmackssache, ob das cool ist oder nicht. Ich trage heute noch dieselbe Kleidung, die ich in meiner Zeit als Student bekommen habe. Sie wurde aus Pokémon-Garn angefertigt und ist deshalb nahezu unkaputtbar. Krass. So, aber jetzt in den Shoppen. Yo. Mir steht einfach alles, deswegen lasse ich mein Kioli entscheiden, was ich anziehen soll. Cool. Wenn man eine Sonnenbrille aufsetzt, ändert sich sofort der Eindruck, den man auf andere macht. Ich muss mir gut überlegen, welche ich nehme. Okay.
Herzlich willkommen. Dankeschön. Was gibt's denn? Oh. Das sieht ja echt cute aus so. Und die Farben sind auch nicht schlecht. So, die Auswahl. Damn. Was war denn das andere? War das nicht auch pink? Nee, das war rot. Das soll rot sein? Das sieht aus wie pink. Das würde ich eventuell nehmen. Oder was war das andere? Das rote vorhin. Hier. Weiß nicht, ob das besser aussieht. Aber ich bin interessiert an der Kleidung hier. Wer war's? Oh, lol. Was sind das denn hier für welche? Sind ja lustig. Naja, ich würde gerne eins kaufen. Ich weiß noch nicht welches. Das hier vielleicht? Ja, warum nicht? Und gleich anziehen. Okay. Jacke. Was gibt's denn hier für Jacken? Oh, lol. Lol. Aber die kosten so viel. Warum? Warum das denn? Da kommen wir erstmal vielleicht auch keine. Hier sind die ganzen Hosen. Da würde ich aber tatsächlich lieber einen Rock nehmen. Genau. Das soll rot sein. Das sieht immer noch aus wie pink in meinen Augen. Aber egal. So, hier. Pink gibt es. Ja, nehmen wir doch pink. Komplett pinkes Outfit. Irgendwie so ein wenig random, aber ist schon okay, denke ich. Oh, ui. Ey, wollen wir auch nochmal pink nehmen? So. Ja, ich weiß nicht, dann passt doch schwarz eigentlich viel mehr. Warte, wo ist schwarz? Hier. Das ist kein schwarz. Wo ist der Unterschied dazu und pink? Ja, nehmen wir mal pink hier. Komplett pinkes Outfit, ne? Wollen wir da draußen zu nehmen? Waffen wo? Okay, es gibt neue Rucksäcke endlich. Oder endlich irgendwelche, die auch cool aussehen? Nein, leider nicht. Okay, egal, ich habe nichts gesagt. Cappies, was gibt's denn für Cappies? Da würde ich, hätte ich es lieber gefunden, würde es ranzoomen an den Kopf. Damit man die Hüte besser sehen kann. Aber die sehen echt nicht schlecht aus eigentlich. Aber wirklich komplett pink. Ja gut, beim Hut würde ich so einen Hut in so einem Stil, da würde ich lieber so einen braun nehmen. Gibt's braun? Oder so? Was? Was? Hier, Beige. Das sieht so seltsam aus. Aber das hat so eine Schleife, ich weiß nicht. Aber pink, ich finde pink ist zu knallig. Das ist mir ein wenig zu knallig so. Nehmen wir Beige. Warum nicht? Das sieht ja nicht schlecht aus. Oh Gott, nein. Keine Sonnenbrille, bitte. Das sieht so seltsam aus irgendwie. Da muss ich dann sofort lachen, wenn ich meinen Charakter sehe. Okay, passt. Nicht schlecht, du. Ich mag das. Oder was meint ihr? Findet ihr es cool? Schreibt es mir mal gerne rein. Oh, ich habe noch meinen Handschuh an. Den kann ich nur kurz ausziehen. Muss ich ihn ausziehen? Muss ich nicht, aber... Ich habe auch andere Handschuhe. Ich habe noch den hier. Was habe ich denn alles für Eierrechte überhaupt? Weiß es noch nicht mal. Nein! Die Batterie ist leer! Nein! Jetzt ist sie wirklich leer. Okay. Jetzt hört man mich ganz schlecht, aber dann nehmen wir einfach die Joy-Cons. Das ist mir... Oh Gott. Nein! Oh Gott, das wollte ich nicht. So, keine Brille. Ich nehme jetzt einfach die Joy-Cons. Auch wenn die immer driften und das nervt. Ist dann halt so für die Folge. Oder wie ist eigentlich die Folge noch? Oh, was mehr als 10 Minuten. Das passt, denke ich. Ja, welchen nehmen wir denn? Das ist jetzt hier das Rangkampf, ne? Ja, nehmen wir das einfach mal. Warum nicht? Liga-Karte aktualisieren, würde ich sagen. Weil, warum nicht? Yeah, der Hut passt irgendwie gar nicht zum Outfit, aber ist schon okay. Ja, das driftet automatisch. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt auch im Video. Weil ich das später eh wieder vergessen werde. Und zwar werde ich ganz schnell das Ladekabel... hier ist es. Es liegt immer irgendwo auf dem Boden rum. Immer 24/7 an der Switch angeschlossen. Habt ihr das auch? Aber warte, jetzt, wo das hier so angeschlossen ist am Ladekabel, funktioniert das jetzt? Okay. Will gerade nicht. Mir egal, wir machen heute mal mit Joy-Cons den Rest der Folge. Warum nicht? Ist ja nicht so schlimm, denke ich. So. Hier gibt es was Cooles. So viel Spoiler habe ich aber eigentlich noch nicht und ich... Die driften immer. Ich hasse die Joy-Cons. Die driften zu sehr. Viel mehr als Pro-Controller. Digga, hör auf. Genau.
Yeah. Ich kann mich auch überhaupt nicht steuern hier mit denen. Wenn man wohin genau anstupst, wippt es so lustig hin und her. Boing, boing, boing. Ha, ich geb das. Meine Schwester ist ein furchtbarer Fehlfraß. Seit neuestem meint sie, sich mit Relaxe messen zu müssen. Ich mag die XXXL-Größe haben, bitte. Yeah, XXXXL. Angeblich gibt es über 200 verschiedene Pokémon-Fähigkeiten. Wenn du sie dir gut einprägst, erwarten dich im Kampf weniger böse Überraschungen. Okay. Wenn ich die Arena-Leiter kämpfen sehe, bekomme ich auch Lust, Pokémon-Trainer zu werden. Wir Damen in Gala genießen gerne ein üppiges Mahl, während wir uns ein spannendes Match ansehen. Interessant. Willkommen im Kampf, Waffi. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, bekommst du wieder etwas Süßes auf Kosten des Hauses. Yeah, denn hier kann man ein wichtiges Item bekommen. Was, also für mich zumindest, ist es sehr wichtig. Das werdet ihr noch sehen. Oh, die passen ja eigentlich voll zusammen, die beiden Pokémon da gerade. Was ein Zufall. So, ich hoffe, die driften nicht zu sehr, dass ich dann noch die Wahl habe, was ich einsetzen möchte. Das wäre ganz nett, so. Machen wir einfach irgendwelche Attacken, das wird schon funktionieren. Bam. Und Doppelkick. Okay. Dann müssen wir Zwolak austauschen, weil das macht dann nicht so viel Schaden. Ja, müssen wir nicht. Wir können auch mit normalen Attacke, aber normal macht er nicht so viel Schaden, ne? Nein! Oh, Fleckleon, warum verliebst du dich denn? Was ist denn los bei dir? Nein! Das ist keine Pflanzenattacke! Okay, wir wechseln komplett aus. Sorry, So, Houtini kommt in den Kampf. Und Evoli. Evoli, habe ich das Gefühl, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also unser Evoli ist richtig gut tatsächlich. Von dem, was wir so mit Evoli erreicht haben. Wisst ihr, was ich meine? So, und am besten bekommen wir auch nach diesem Kampf genau das Item, wonach ich suche. Wahrscheinlich eh nicht, aber wenn ich Glück habe, dann kriege ich genau das Item, das ich brauche. Ey, warum auf Houtini? Das macht viel zu viel Damage. Digga, was? Ich sehe auch jetzt erst jetzt, der ist Level 37 mit beiden Pokémon. Moin. Sternschau geht auf beide, ne? Ja, dann Sternschau, auf jeden Fall. In der Hoffnung. Oh, da heilt sich. Nee, warte, was? Nein! Ich dachte, das war eine Heilattacke. Ach, Kacke! Ja, wow. Cool. Was soll ich denn machen? Ja, schön driften, ne? Cool. Ich weiß echt nicht, was sie jetzt von mir erwarten, ne? Ich habe das Gefühl, wir gehen Game Over hier. Wir sind echt underleveled. Und das hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Pokusan und Sabuine. Nee, Sabayone. Sabayone. Machen wir. Ruckzuckhieb. Biss. Versuch mal Biss. Vielleicht ist das ja glücklicherweise effektiv. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eh nicht, aber mal gucken. Okay, das macht guten Damage. Das benutzen wir. Auch wenn es mich selber schadet. Ja, die werden jetzt alle verrecken, leider. Das macht so viel Schaden, Digga. Warum macht er so viel? Primova. Nein, Primova. Halt mal kurz deine Hand ins Feuer für mich. Sorry, ne? Aber hier muss ich Bodycheck machen. Und hier musst du für mich kurz da hinhalten, deine Hand. Und damit ich kurz ein Pokémon hier heilen darf. Und zwar Zwolok. So, das wäre ganz wichtig. Ich glaube, wir werden mit dem Stadtproblem heute gar nicht fertig. Kann das sein? Ach komm, warum gibst du mir nicht keinen Volltreffer so? Das wäre doch cool. Oh, lass doch deinen Kack-Zauberschein. Oh, das macht so viel! Nein, hör auf! Nein! Ja, cool, ein Volltreffer. Wir haben verloren. Ja, wir haben verloren. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir haben definitiv verloren. Ich werde noch hoffen, dass ich als erster angreifen darf mit Aquawelle.
auf Pokusan und dann nochmal Beleber, nicht Top-Beleber, ganz normales Beleber auf Zwolok. So, Zwolok wurde geheilt, super, super. Aquavelle darf zuerst angreifen. Yes, Pokusan ist kaputt. Tschüss. Okay, okay, cool. Level up für Flecklon und Cremi, die gerade im Battle sind. Nice. So, jetzt auch das andere Viech da. Und natürlich, ich wusste, es war eine Pflanzenattacke. Ich habe es einfach gewusst, aber... Muss ja mit leben. Da muss jetzt Zwolok rein. In der Hoffnung. Ja, kann ja nicht Spider angreifen, deshalb... Kann ich ja eins down gehen lassen. Wenn das nur noch eins da ist, ne, dann heile ich kurz. So. Mit Beleber. Ich will nämlich diesen Kampf nicht verlieren. Das wäre jetzt echt kacke, du. Anziehung macht nichts, weil es sind beide weiblich. Im Pokémon funktioniert das so nicht. Das macht relativen Schaden so. Was anderes kann ich eh nicht versuchen. Das wäre viel zu schwach. Ja, dann beleben wir mal. Ey. Beleben wir mal. Evoli. Keine Ahnung, einfach Evoli oder so. Oh Gott. Energieball, macht das so viel? Oh Gott. Evoli können wir jetzt reintun. Evoli! Oh, ich kann eigentlich keinen Bodycheck machen. Dann machen wir lieber Kopfnuss. Ich kann nichts anderes machen, sonst bin ich sofort down. Und das will ich eigentlich gar nicht. Wir gucken, ob wen der angreift so. Was, warum macht Sternschauer mehr? Was habe ich jetzt eigentlich mit Evoli das hier mit Biss ausprobiert? Ich versuch's mal mit Biss. Wie viel Schaden macht das? Okay, das geht auch, das geht auch. Die Hälfte haben wir von dem Vieh down. Zwolok, okay. Okay. Und Evoli macht Biss. Oh nein, das ist nicht sehr effektiv. Ich hab's mir schon gedacht. Warum mache ich's dann? Ja, keine Ahnung. Bin dumm. Achso, ja, okay, macht Sinn. Ja. Beleber müssen wir dringend noch kaufen. Mag ich vielleicht offscreen oder so. Wir werden in der nächsten Folge vielleicht doch nicht Arena machen. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Der Zwolok nochmal beleben. Das hat mit Zwolok ganz gut geklappt. Ich werde diesen Kampf gewinnen. Das ist mir egal, was passiert. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Nochmal heilen? Oder so? Warte, was ist, wenn ich ganz normal Heilung mache jetzt auf Zwolok? Super Trunk. Dann bin ich ja voll, ne? Ja, ja, ich bin dann voll. Okay, er macht irgend so eine Loop-Attacke, die eh nichts bringt. Und ich mach Kopfnuss. Warum machst du rechte Hand? Du hast doch gar keinen Partner. Bist du irgendwie nicht so ganz mit dabei, ist das Vieh. Finde ich gut so. Nochmal Kopfnuss, es funktioniert. Es funktioniert, Leute. Yes, yes, yes. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, wir leben, wir leben. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Oh mein Gott, was war das denn gerade für ein Kampf? Zwolok Level 30. Krass. Bitte gib mir das richtige Item. Na, warst du überrascht von milder. Vom milden, aber zugleich erfrischendem Geschmack des Kampf? Wie ein Glas Sananasaft. Oh nein. Jetzt gib mir doch keinen Sananasaft. Duftbeutel. Was? Was ist denn das? Oh, das ist so ein Parfüm, was ich nicht brauche. Oh. Ja, das ist nicht das Item, was ich brauche. Ich bin so genervt. Das ist nicht okay. So, in der nächsten Folge werden wir uns hier weiter umschauen. Ich gucke mal ganz kurz hier nochmal, wie groß eigentlich das alles hier ist. Hier können wir nicht lang, ne? Doch, hier wäre ein Pokémon Center nochmal. Hier sogar ein Item. Zwei Kapseln X-Angriff. Was gäb's denn noch hier? Okay. Okay, das denke ich, gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, beziehungsweise... Ich versuche mal, dass ich in der nächsten Folge nochmal dann den Arena-Leiterkampf schaffe. Wenn nicht, dann machen wir den definitiv übernächste Folge. Versprochen. So, und ich glaube, hier nach rechts gibt es gar nichts, oder? Oh, doch. Oh mein Gott, die Stadt ist ja riesig. Was? Ah, warte, warte, ich kenne die Stelle.
Das habe ich in einem Video gesehen. Hier gibt es ein besonderes Item. Das machen wir noch kurz. Was für ein Item ist das? Zuckererdbeere. Och, das ist nicht immer noch dieses Item, was ich brauche. Egal, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Schild wieder. Ich guck mal, dass, ja gut, mein Outfit ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so schlecht tatsächlich, oder? Oder was meint ihr? Könnt ihr es mir gerne reinschreiben, wenn ihr wollt. Und ja, haut rein, like da lassen, Abo da lassen, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Schönen Tag noch und ciao.